Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Kommt mir kurz. So, jetzt gleich. Abnehmen. So, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Runde Let's Play. What the fuck? GTA San Andreas Live Your Dream SMP. Nein. Sie wird groß geschrieben. Das ist irgendwie verwirrend. Ja, heute ist das Special. In 3 Minuten fängt das Kartenrennen nämlich an. Und diese Folge wird auch, ja, länger als... Was ist denn los? Länger als die anderen, ja. Ich gehe mal kurz mit / go to event. Ob das schon geht? Nein. Okay, dann müssen wir noch kurz warten, bis das Ganze startet. Mein Auto sollte ja auch umgefragt sein. Ja, genau. Ich sehe schon den Punkt auf der Karte. Ja, wie gesagt, es wird ein längeres Video. Ich, werde so bis ungefähr 16.30 Uhr machen. Das ist jedenfalls der Plan. Und ja, mal gucken. Ich bekomme auch gleich Payday, richtig geil. Ja, wie weit ich das dann schaffen werde. So, das Ganze ist das Radrennen. Ob ich das Sanchez-Rennen später mache, Minecraft. Nein, Motor. Ob ich das... / Minecraft. Auf jeden Fall. So, ja, ob ich das Sanchez-Rennen später noch mache, weiß ich noch nicht. Das kommt immer drauf an. Wie viel Bock ich dann dazu habe? Ja, weil... Das war jetzt schon hier Horror für mich, bis jetzt durchzuhalten. Ja, normalerweise schlafe ich um die Uhrzeit. Und, naja, geht jetzt aber klar. Und dann mal gucken, ob ich das später auch noch wach bin oder nicht, ja? Das steht alles in den Sternen. Nein, ich nicht, aber... Ja. Vielleicht schreit aber wieder jemand bei mir rum. So, da haben wir jetzt gleich Payday und in 2 Minuten geht das Event los. Jedenfalls, wenn dann sein Plan. Und was zum Fick war das gerade für ein Anruf, ja? Jetzt, ich glaube, jetzt habe ich das gerade erst realisiert. Mich hat der Weihnachtsmann angerufen. Das Level ist der Weihnachtsmann. Level 17. Okay. Okay. Warum schreibt er einen an und fragt, ob man Scheine braucht? Und ich meine jetzt mal ganz ehrlich, ne? Also. Das kommt mir komisch vor. Naja. So. Dann einfach hinten parken. Bei den Mülltonnen, da wo ich da das Auto hingehört. Wow. Nein, natürlich nicht. Bestes Auto. So. Und dann einfach mal zur Stadthalle gehen. Ich denke mal, da wird das abgehen, oder? Ich weiß nicht, ich denke mal Motor. Nee, Carlo brauche ich nicht. Ich kann auch sowas steigen. So, Sound habe ich an, oder? Ach ja. So, und der Payday. Mein Gott, das ist 50.000, ja. Mein aktueller Kontostand ist 121.000. Das heißt, ich habe jetzt 171.761, nein, 961 Dollar. Und natürlich Premium. Das kann einiges, ja. Ich glaube, nee, ich glaube nicht, ich weiß, damit ich jetzt ohne irgendwie, also sagen wir mal so, auf einem, Gott, wie kann ich das sagen, ja, so großen Server, seriösen Server, hatte ich bis jetzt noch nie so viel Geld, ja? Also ich meine, natürlich hatte ich schon mal so viel Geld, aber auch irgendwie nur auf so ganz kleinen Server, weil halt jemand einfach ganz viel gegeben hat, ja. Aber sonst gar nicht. Und irgendwie scheint ja kein Event abzugehen. Okay. Vielleicht haben die ein bisschen Verspätung. Wer weiß. So, eine Sekunde mal kurz, ich gucke noch mal kurz das Ganze genauer an. Könnte jetzt dauern, ja, ich muss das mit meinem Handy gucken und das dauert eben immer etwas. Oh. Wartet. Irgendwas wollte ich gerade machen.
Heute ist wieder so ein Tag, da läuft ja alles glatt. So, eigentlich. Naja. So, ich werde jetzt erstmal kurz gucken. So, hier. In Google. Ah, so viele Suchergebnisse, das ist zu viel für mich. Nein, jetzt komm schon. So. Ich versuche mal hier ein bisschen noch zu sprechen, aber das könnte etwas schwierig werden. Ich lerne mal rum, dann habe ich was ein bisschen zu gucken. So. Ja. Habt ihr schon mal versucht, auf den Handy zu schreiben und gleichzeitig zu reden, ja? Probiert es nie. Es ist richtig scheiße. Und genau hier. Life of Dreamfire, 2 Jahre. Klick. Mache ich das mal. So. Events. Ich wusste doch, ich bin richtig. Am 1.10.2014, welchen wir heute haben. Um 16 Uhr bis 16.30 Uhr. Welche Zeit wir gerade haben. Mit / Goat Event haben wir die Möglichkeit, uns zu reporten und man muss eine gekennzeichnete Route mit einem Go-Kart abfahren. Das heißt, der Server ist unpünktlich. Okay. Dann ein bisschen warten. Aber was soll denn die Scheiße, dass man da hinfällt? Sag mir bitte irgendjemand, dass das nicht reingepatcht worden ist, sondern dass das ein Bug ist oder so. Hoffentlich. Anders wäre es ziemlich scheiße. So, ja. Jetzt kommen wir aber gar nichts mehr zu tun. Ich dachte jetzt, es ist gleich hier Wende und so, geht voll ab, aber irgendwie habe ich den Server überschätzt. Natürlich nichts gegen den Server. Server Beste. Ja, wie in den letzten Part gesagt, dass ich mal nach Fraktion gucke, habe ich noch nicht gemacht. Frag mich nicht warum, das ist mir gerade spontan eingefallen, dass ich das im letzten Part gesagt habe und jetzt ist mir eingefallen, dass ich es nicht gemacht habe. Ne? Also. Weiß ich selber doch nicht. Oh, ich glaube, ich kann das System austricksen. Scheiße. Aber man kann das System austricksen, ja. Vorausgesetzt, es ist ein System. Vielleicht ist es ja auch ein Bug. Dann drückt sich halt der Bug aus. Bitte sei ein Bug. Ich hasse es, wenn man da die ganze Zeit hinfällt, weil die Leute dich wollen, damit man springt beim Rennen, ja. Er kann auch springen, das ist hundertprozentig ein Bug. Oder? Wenn ja, dann ganz schön komischer. Ja, dann sollte es ja nicht losgehen, oder? Also eigentlich. Komisch, komisch. Dann weiß ich gar nicht, was ich machen soll. Ja, ich habe mich jetzt da vorbereitet, jetzt gleich mit dem Kart um die Wette zu fahren. Und das eine halbe Stunde lang. Und dann euch das als Fessel zu verkaufen. Ja, aber das funktioniert nicht irgendwie nicht so, wie ich dachte. Ja, das ist scheiße. Das Problem ist, du kannst halt auf dem Server auch jetzt meiner Meinung nach halt nichts groß Außergewöhnliches machen, ne? Deswegen fällt mir jetzt nicht ein, was ich machen konnte, bis das Ganze anfängt, aber irgendwie gibt's nichts, ja? Das ist natürlich nicht so schön jetzt. Erstens 10 Minuten nur warten, wie geil. Na, vielleicht tut's ja noch was. Vielleicht das ist Goto Event. Nee. Go tot. Nee, es läuft kein Event. Ja! Ich will jetzt Kart fahren. Das ist doch scheiße, ist das. Gott's gönn dich. Naja, was soll ich machen, ne? Jetzt mal ganz ehrlich. Was soll ich machen?
ist die richtige Uhrzeit, ist richtiger Tag. Mehr kann ich auch nicht machen, ne? Außer mich dann eigentlich darauf verlassen, was da steht. Naja. Na? Wie schon gesagt, ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen soll, aber eigentlich habe ich sonst auch keinen Plan, was ich mache. Ach, das ist gerade ziemlich scheiße, damit man hier die ganze Zeit mit. Nee, nicht springen kann. Weil sonst würde ich gerade zum Flughafen rennen und eine Runde fliegen, ja? Ohne mal geht trotzdem. Einfach mit dem Auto. Mach doch schneller. Komm. Das ist irgendjemand weggeschoben, oder? Komm irgendwann zuvor. Wo ich das so jetzt, als wenn. Carlock F. Slash Motor. Komm. Ach nee, ich hab doch hier. Die geile Tastenkombination, ja. Richtig Premium. Aber hier ist anscheinend Stau. Na, was läuft? Okay, dann werde ich jetzt antworten, ja. Weil ich natürlich sozial bin. So, eine SMS an 99584. Ja. Gott, so viele Neunen. Irgendwie kein Event. Weil das sollte ja jetzt irgendwie laufen. Weißt du, wann das startet, ja? Vielleicht hat er ja hier Inside-Informationen. Weißt du, wann das startet? So, wie ihr seht, ich versuche immer mal wieder, ja, zwischen Redesequenzen zu reden, weil mir ja vorgeschlagen wurde, das soll ich mal machen, weil es sonst ziemlich langweilig wird. Ich versuche es, ja, aber manchmal habe ich jetzt zum Beispiel auch kurz wieder bei Minecraft Case gesehen, wo ich das gerendert habe. Das will einfach manchmal nicht, da denke ich nicht dran. Glaub heute Abend. Warte, ich schau mal nach. Eigentlich, Kartrennen. Komm hier, ich eigentlich Kartrennen um 16 Uhr. Nee, eigentlich ja Kartrennen. So, das hört sich irgendwie besser an, ja. Und wir schicken es ab. Aber vielleicht weiß der ja noch irgendwas, was ich hier in dieses Special mit einbringen könnte. Jo, hoffe ich mal. Mann, ich habe doch hier noch SMS angespeichert. Hoffe ich mal. Weiß sonst nicht, was ich tun soll, ja. Wie schon gesagt. Habe ich irgendwie keinen Plan. Was ich tun soll. Weil irgendwie steht das Server nicht auf meiner Seite. Okay, das ist. Heute definitiv nicht das erste Mal, dass es aber nicht auf meiner Seite steht. Aber heute ist echt blöd. So, ach, da Falle. Langweilig. Ich könnte noch mal gucken, wie viel ein neues Handy kostet. Einfach so, weil ich es kann. Richtiger Drift. Falsche Startseite, ne? Ach, egal. So, hier ist das Handygeschäft. Zaranda. Und ich habe vergessen, den Motor auszuschalten. So, dann kann ich wieder schnell einsteigen, wenn ich rauskomme. Das ist die blödste Idee, die ich jemals in meinem Leben hatte. Aber egal. So. Ja, genau, und schon bin ich arm. Slash Handyshop. Hier voller Fahrdinger, aber das wird mir fast das. Ich will kurz wissen, wie viel Handy kostet. Ach du Kacke. Ich hab's hier nicht reingeguckt. Slash SMS an den 979 041. Nee, die verspäten sich. Bin seit 5 vor 16 oder.
Ja, brauchte ich gar keine Sorgen machen, alles gut. Und der Motor ist noch an. Aber wir müssen abschweren, sonst klaut uns das noch jemand, während wir fahren. So ist das in der Sampe. Ich hab nichts dagegen, ja. Ich kann jetzt nicht nein, nein sagen, ne? Ich kann ja hier ein nettes Angebot nicht ablehnen. Natürlich will ich für 50 km, warum soll ich das halt nicht wollen? Ja. Hier übrigens doch mal kurz an der Stelle. Hammermäßig vielen Dank nochmal an dich, damit du mir schon die ersten 50 km gegeben hast und jetzt vielleicht sogar noch die zweiten. Also das ist echt hammermäßig geil von dir, ja? Wenn du das siehst, ja, dann. Ich weiß, dich ich jetzt einfach fragen könnte. In-game, ja. Mach ich aber nicht, ja, ich bin ganz gemein. Aber wenn du das siehst, dann schreib mir doch einfach mal in die Kommentare. Ja, was ich denn deiner Meinung nach mal mit dem Geld machen sollte, ja? Ich meine, du hast mir das gegeben, also würde ich sagen, da hast du auf jeden Fall auch mich Mitentscheiderecht, was ich denn jetzt mit dem ganzen Geld machen sollte, ne? Also solange es jetzt kein Spende ist, ne? Also das bringt dem Let's Play auch nichts. Und ich schätze mal, hier kann man gar kein Geld spenden. Obwohl, bestimmt. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Kopf kann ich keine Ahnung. Also irgendwie von wegen. Guck mal da und da gibt es ein cooles Auto für 100k oder so. So. Solche Tipps, ja. Das meine ich. Ich denke, die Straße blockieren. So, er weiß überhaupt, wo ich bin. Das würde mich mal etwas interessieren. Aber anscheinend schon, so hat er gefragt. So, jetzt den Motor aus. Abgeschlossen ist es. Ich teste nochmal kurz. Und passt. So, da mache ich jetzt ganz, ganz kurze Aufnahmepause, ja, weil ich muss was trinken, weil Mund haben, wenn es trocken ist. Und ich denke, inzwischen wisst ihr, wie ungern ich diese Geräusche auf der Aufnahme habe. Ja, bis gleich. Jetzt einfach. Der Knopf geht nicht. Ach, stimmt. Ich habe meine Tastatur vergessen zu konfigurieren. Ich muss das leider per Hand machen. So, bis gleich. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Let's Play XMP Live YouTube. Ja, ich habe den Einstellungsknopf wieder gefunden für die Aufnahme. Ihr werdet es nicht glauben. So, wir sind gerade mitten im Special in Anführungszeichen. Ja, eben eine längere Folge, in der ich eigentlich bei ein paar Events mitmachen wollte oder bei einem, aber das funktioniert nicht so, wie ich das will. Der Nessor hasst mich. Ja, die denken einfach, nee, der will Events aufnehmen. Ich mache keine Events jetzt. Ja. Ah, okay. Läuft. Das hört sich gut an. Möchte ich jetzt mich kurz noch eine SMS schreiben an ihm zurück und sagen, geil. 4-1. Geil. Doppelpunkt D. Ja, da hat anscheinend jemand gerade versucht, mein Auto zu klauen, so wie es aussah. Naja, hat er nicht geschafft, alles gut. Sah jedenfalls so aus, ja. So, dann warten wir noch kurz. Da steht Fahr. Wir werden da nicht. Ach so, die beiden Autos da. Oh ja, richtig angry. Angry. Ich will mal aufpassen, dass jetzt das Auto geklaut wird, ja. Das ist mir ja schon ein oder zweimal passiert. Ich habe nicht mitgezählt, ich habe keine Ahnung. So. Immer ganz ehrlich, ne, jetzt geht die Folge schon 20 Minuten, ja? Und es ist einfach noch nichts passiert. Noch gar nichts. So, da ist er. Hallo. So, ja. Nochmal an dieser Stelle hammermäßig vielen Dank für das Geld. Also, ne? Ich denke, ich werde mal gucken, ob mir davon ein Auto kaufen kann, gutes oder so. Um dann mal so ein bisschen Rumfahr-Action zu machen oder so, eventuell. So. Ja, ich schreibe gleich, BB. Ich möchte nur kurz die 50.000 weglegen. Alter, ja, genau! Alter, wie viel hat der denn?
Ja, genau. Ah, ist klar. Lohnt sich ja richtig. Also, wirklich. Na, okay, dann halt nicht. Oh, das erklärt, warum er weggegangen ist. Wenn ich in der Gefahr stehen würde, abgeschossen zu werden, würde ich auch wegrennen. Los, hier richtig am kaputt machen. So, ja, ich habe das jetzt hier noch eingespeichert. In Anführungszeichen eingespeichert. Für die, die es immer noch nicht verstanden haben, ich drücke einfach nur Escape und es wird nicht gelöscht. So, ja, einfach hier eingeben, Escape, Ende. So, ist wieder da. Da. Da, 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 da. So. Ja, ich möchte nicht, dass die Frage nochmal auftaucht. Natürlich nichts gegen Fragen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben. Aber nicht diese, ja, weil das ist. Ich weiß nicht. Eine Frage halt. So, hier. Das lohnt sich ja richtig. Die Fraktion. Nee, ich habe auch so ein Smiley. Bleib da. Oh, oh, jemand, der mich kennt. Ja, klar. Zwei Jahre Live Your Dream Special. TX. Ja, ich bedanke mich natürlich immer bei meinen Zuschauern. Wenn ich einen traurigen Smiley. Ja, weil ich freue mich natürlich, wenn es den Leuten gefällt. Und ja, die das auch gerne gucken. Oder mich auf den Server anspringen, ja, auch hammermäßig geil. Das freut mich immer wieder, wenn ich Leute finde, denen ja das gefällt und die sich so denken, oh ja, ich will mal so ein bisschen so anschreiben, ja, vielleicht ich ja da Video. Richtig Premium. Ja. Das freut mich immer. Was macht der denn da mit dem Zaun? Der hüpft auch so komisch rum. Oh Gott. Ich glaube, es ist vielleicht auch ein Patch. Bitte nicht. Ja. Ich werde es jetzt Folge übrigens trotzdem. Bis. Okay. Hat mir alles geantwortet. Dann mache ich nicht mehr. Bis. Bis 30 aufnehmen, ja. Weil dann wäre das Event eigentlich zu Ende und na, wenn bis jetzt dann einfach nichts passiert, dann kann ich da auch nichts machen. Da hatte ich trotzdem eine lange Folge, ja. Ja, ne? Seht euch dann auch vielleicht selber in der Folge. Vorausgesetzt ist halt jetzt Fabian 1 oder Strich 1. Oder Smasher. Mit Zahl hinten dran. Aber sonst eher nicht. Weihnachtsmann ist ein Fahrlehrer, okay. Noch eine Information. Das heißt, Weihnachtsmann ist ein Fahrlehrer und verschenkt Fahrscheine. Okay. Okay. Na, soll er machen, habe ich nichts dagegen. Ich habe alles, was ich brauche, brauche ich nicht, also. Dann begebe ich mich auch in keine gesetzliche Grauzone, vorausgesetzt, das ist eine gesetzliche Grauzone. Ich kenne mich mit denen. Erst atmen, dann reden. Mit den Gesetzen der Forschung leider nicht aus. So, ja, dann werde ich jetzt kurz ein Auto öffnen. Und wir haben 200k, ja. Das heißt, ich werde jetzt mal zu irgendeinem Auto fahren, ja, weil ich wissen will. Aha. Weil. Weil. Ich jetzt ganz viel Geld habe. So, und naja, falls ich jetzt hier, Smasher, der mir die 100k gegeben hat, 100k, ja, ne, hier, hammermäßig vielen Dank dafür, ja, das kennt ihr aber inzwischen. Scheiß Stuhl. Wenn du das denkst, ja, hättest du da vielleicht auch für Arbeit sie ausgegeben, es ist ja noch gar nicht sicher, dass ich das ausgebe, ja, also ist immer noch die Chance, einzeln und Tat zu schreiben und deine Meinung da auf jeden Fall mit einzubringen und vorher werde ich da auch nichts mitmachen. Und wenn kein Kommentar kommt unter diesem Video, dann werde ich was damit machen, ja? Das ist mein Geld. So. Gut, gucken wir mal. Fahrzeugverleih. Brauche ich alles nicht. So, da gucke ich mal. Auto aus Günstig gibt's. Ich will mal ins Auto aus Luxus gucken. Ich weiß, da kann ich mir nichts kaufen, ja? Aber. Angucken.
Und mal gucken, wie lange ich dafür noch sparen muss. Vielleicht spare ich auch noch ein bisschen und dann kaufe ich mir einfach mal bald was. So in 2, 3 Jahren. Wenn ich dann mal die 300k gehabt habe. Ja, das ist echt geil, ja. Letzte Folge noch mit dem Namen. Wie habe ich sie genannt? Eine Sekunde. Hier, 100k? Fragezeichen. Übrigens, wer sich fragt, warum ich manchmal Fragezeichen mache an Sachen, die klar sind. Das mache ich, dass das als Frage formuliert ist und damit es spannender ist und zum Anschauen anregt. Wenn das so sagen kann. Nur ich versuche einfach einen guten Titel zu machen und da kommt mir ein Fragezeichen immer eigentlich ganz gut, wenn man so denkt, eine Frage im Titel, ja? Und ihr wollt wissen, wie die Frage beantwortet wird. Also müsst ihr das Video gucken, ne? Also, ne? Ihr versteht, ne? So, ja, dann wird diese Folge vielleicht sogar 200k heißen. Und natürlich Special, ja. Special im nicht Special. Special ist ein kompliziertes Wort. Jedenfalls, wenn man es 20 Mal hintereinander ausspricht. So, hier mal Vollgas den Berg hoch. Kein Problem von Auto. Na, vielleicht ein kleines Problem, aber nicht. Kein großes Problem von Auto. So, geht's irgendwie wieder runter? Ja. Hier, ich improvisiere einfach mal. Alles gut. Alles gut. So, und dann müssen wir schnell nach SF. Ich glaube, ich weiß nicht, welches Auto das Haus. Das ist, und zwar das neben dem Bahnhof in SF. Glaube ich zumindest, ja. Und falls das Event jetzt doch noch starten sollte. Oh, hier ein Auto kaputt gemacht. Da kann ich mich einfach mit /GoToEvent dahin porten. So, und ich muss mir angewöhnen, öfter so lang zu reden, weil ich habe schon wieder einen extrem trockenen Mund. Und das jetzt wegen einer knappen halben Stunde Aufnahme, ja. Also, ganz ehrlich. Ich nehme zu wenig auf, glaube ich. Ich glaube, ich nehme zu wenig auf. Oder es hat irgendeinen anderen Grund, den ich jetzt gerade nicht weiß. Weiß nicht. Andere Gründe für trockenen Munde. Bestimmt Krebs. Ich glaube, ich habe Krebs auf jeden Fall. Nein. Natürlich, fand ich keine Witze. Ich dachte, ich gehe einfach mal auf das Niveau des Internetdoktors. Ne? Du, die jeder von euch kennen. Och komm, das ist doch scheiße. Das vergisst man einfach immer wieder, ne? Man denkt sich, ja, erstmal hier Vollgas durch, ne? Und dabei ist da eigentlich. Na, da Falle. Scheiße. Naja, ich sag's mal so, der Vorteil ist, wenn ich jetzt bald wieder meinen Führerschein hab, also wenn ich den jetzt verliere und dann wieder neu mache, dann habe ich wieder keine Punkte. Es gibt ja Fraktionen, da darf man keine Punkte auf den Führerschein haben. Deswegen ist das ja vielleicht gar nicht so unpraktisch. Natürlich, ich hätte das auch von Anfang an. Ja. Erstmal die Kamera verdrehen. Von Anfang an beobachten können und gucken können, damit da nichts passiert, aber das wäre auch langweilig. So, hier. Kein Problem, ja. Geländewagen. Okay, vielleicht doch etwas größeres Problem, als ich erwartet hatte. Aber kein Problem, das lösen wir trotzdem. Oh Gott, komm schon! Naja, dann halt nicht. Hier komme ich aber hoch. Jump! Passt. So einfach übersprungen. Donk, jetzt kann ich hier nicht rein. Ach ja, SMP. Nee, geht jetzt Andreas. SMP hat ja damit eigentlich nichts zu tun. Nee. Vorausgesetzt, diese Leitplanke war nicht gemappt, aber ich glaube, die war nicht gemappt. Glaube ich, ja. Ich kann es niemandem versprechen. So, ich bin auch schon gleich da, ja. Für alle, die wissen, welches Auto ich gemeint habe mit dem Bahnhof in SF, die wissen, welches Autohaus ich meine. Ja, nein, die wissen auch, dass ich gleich da bin. Und für die, die nicht wissen, das ist auch. Wie soll ich das erklären? Wartet noch 2 Minuten, dann seht ihr es. So, komm, ab geht's. Ich hoffe auch mal, dass dieses Video nicht zu lang zum Rendern dauert. Ja, ich habe jetzt nämlich nur Videos bis zum 3.10. hochgeladen. Okay, das sind 3 Tage. 3 Tage dürften zum Rendern dauern, ja, aber. Ich muss auch noch hochladen. Genau, Ausrede für alles. Ich muss auch noch hochladen. Nee, das geht auf jeden Fall klar, ja, aber jetzt kommt SMP wieder durchgehend. Täglich, ja. Weil sowas, damit das wieder nicht täglich kommt, das möchte ich nicht, dass das wieder passiert. Das war schon ziemlich ärgerlich. So, da ist das Auto aus.
Mal gucken, ob ich dann wirklich schon genug Geld habe, um hier hinzugehen oder ob ich, ja, mich maßlos überschätzt habe. Mein Geld maßlos überschätzt habe. Ich habe 200.000. Okay, wer will denn in der Muszene? Hier so. Ne, hier, das ist ein Sultan, oder? Wie kostet denn so einer? Oh Gott, ich will es nicht sehen, ich will es nicht sehen. Wie viele Nullen sind das? Eins, zwei, drei. 1000. Das sind. Was das sind? 1.200.000. Ach so, wenn es weiter nichts ist. Hui. Gibt es hier nichts Billigeres? Ich will irgendwas aus dem Luxusauto raus. Ja, dann kann ich mich toll schätzen. Toll fühlen. Hier, 408. Ich glaube, ich muss noch ein bisschen sparen. Ja. Scheiße. Ich dachte echt, die Autos wären billiger, ja. Ich meine, hier klar, damit hier der Inferno jetzt irgendwie 5 Milliarden kostet, das war mir klar hier. Mach gucken. Ne? 3 Millionen. Ich meine, das war von Anfang an klar, aber damit die anderen so viel kosten. Zum Beispiel der Sultan, also das hätte ich echt nicht erwartet, ja. Also, das heißt, jeder, der auf dem Season-Server spielt, ja, gibt mir jetzt mal ordentlich Geld, damit ich mir ein Auto kaufen kann. Wow, nein. Natürlich nicht. So, dann ist jetzt die. Obwohl, warum denn eigentlich nicht? Na, eure Entscheidung. Zwinker, zwinker. So, ja, dann hoffe ich, euch hat dieser Part gefallen. Schaltet nächstes Mal wieder ein hier bei SMP Live Udream. Ja, bis denn und tschö. Ich habe meine Tastatur noch nicht konfiguriert. Scheiße. Ja, dann nochmal bis denn und tschö.